In einem Tal auf der Isle of Man gibt es einen Fluss, aus dem die Frauen früher mit Eimern mühselig das Wasser holen und auf die Hügel zu ihren Häusern tragen mussten. Dort bereiteten sie dann das Essen zu. Dafür mussten die Frauen Tiere schlachten. Das Fett, das dabei anfiel, wurde als Lampenöl genutzt. Hätte man damals den Frauen gesagt, eines Tages müsst ihr nur den Hahn aufdrehen und schon habt ihr Wasser. Ihr müsst es nicht mehr vom Fluss holen. Und das Licht könnt ihr einfach so einschalten, ganz ohne Tierfett. Dann hätten sie gefragt, und was sollen wir dann den ganzen Tag lang machen?